Leute, ich schreibe morgen meine Abschlussprüfung. Wir haben jetzt 20 vor 11 Uhr nachts und ich habe echt verdammt Schiss davor, denn das wird, glaube ich, die schwierigste Prüfung, die ich bis jetzt hatte. Und ich habe ja schon einige hinter mir. Erstmal, ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan. Und ja, ich mache heute mal eine Mitternachtskommentary. Ich werde es heute mal nicht erklären, was das ist. Hier mal ganz schnell erklärt, doch, ich erkläre es jetzt mal. Mitternachtskommentaries, unüberlegte Themen, spät nachts. Fertig. Weil ich es jedes Mal erkläre, was das denn ist. Und ja, ich habe heute einige Themen dabei, die ich noch nicht im Kopf habe. Beziehungsweise einen Punkt habe ich schon im Kopf. Und zwar wäre das die Gamescom 2013. Da bin ich dann auch am Start. Und zwar nicht alleine, sondern ich habe auch noch den Johannes dabei, den Jojo, meinen Schlagzeugkollegen. Also, der ist ja schon in mehreren Videos von mir vorgekommen und der ist auch meistens beim Livestream dabei, wenn wir was trinken oder so etwas. Ich bereue es jedes Mal, Leute, wenn ich einen Livestream gemacht habe und ich war da be betrunken und nicht Herr meiner Sinne. Ich bereue es echt jedes Mal und schäme mich dafür, was wir da getan haben. Tja, so ist das halt. Ja, wir werden auf der Gamescom sein, wir zwei, natürlich dann nicht ganz alleine, sondern wir werden mit dem Downy, also mit dem Down for Life, werden wir auch noch zu tun haben, denn wir pennen mit dem bei einem Kumpel. Und wir werden die ersten 2 Tage ganz sicher da sein. Dann wird der Jojo wieder abreisen und ich weiß noch nicht, wie mein Plan aussieht, denn ich weiß noch nicht, ob ich da weiter da bleiben werde. Also die nächsten Tage, das heißt dann, ich glaube, wann fängt die Gamescom an? Mittwoch, glaube ich. Das heißt von Mittwoch bis Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich so lange bleibe, aber ich denke mal nicht. Aber ich bin auf jeden Fall die ersten 3 Tage da, das heißt Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja immer informiert bleiben, ob ich denn ein Abonnententreffen veranstalte. Ja, klar werde ich ein Abonnententreffen veranstalten und so etwas wie eine Autogrammstunde. Also sowas wie, was heißt Autogrammstunde? Laberstunde einfach. Das klingt immer so. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man mich so als Fame darstellt. Also zumindest mag ich das nicht, wenn ich mich selbst als Fame darstelle, weil so fühle ich mich gar nicht. Ist natürlich cool, wenn Leute zu einem hinkommen und sagen, hey, Jan, wie geht's dir? Das ist natürlich cool, aber ja, da können wir uns dann treffen, wenn ihr da genaue Infos haben wollt, wenn ihr zum Beispiel auch auf der Gamescom seid, dann könnt ihr entweder meinem Facebook-Profil folgen. Das ist natürlich das Beste. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und da poste ich dann halt immer aktuelle Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich bin gerade hier zwischen Halle 6 und 7, dort mache ich jetzt dann ein Abonnententreffen und so weiter und so fort. Ich denke mal, das werde ich auch noch auf YouTube veröffentlichen, wenn ich ein Abonnententreffen mache. Weil das ist halt besser. Da lesen es mehr, nee, da sehen es mehr, so ist es besser gesagt. Und dann kommen, glaube ich, auch, denke ich mal, mehr. Ja, dann noch auf der Gamescom Rocket. Ich werde sehr wahrscheinlich auf der Bühne von Rocket sein. Das wird ziemlich cool. So wie der Krieger letztes Jahr. Ich werde ja offiziell von Rocket gesponsert. Habe jetzt auch sehr viel Equipment von Rocket bekommen. Danke nochmal dafür. Und ich liebe die Rocket-Sachen. Also, ich bin da zwar, ich glaube, beeinflusst von meinem Sponsoring. Deswegen sage ich immer den Leuten ja hier, hey, ich bin zwar Rocket geschädigt, so kann man es sagen. Aber, ich kann euch die Maus empfehlen, aber schaut dann trotzdem nochmal bei Amazon vorbei und schaut, ob die Bewertungen wirklich gut sind, was die Leute sagen. Also ich versuche immer ein ehrlicher Mensch zu sein, auch wenn ich da ein bisschen geschädigt bin. Ja, ich werde bei Rocket sein. Eigentlich war es geplant, dass wir, also dass ich zumindest gegen Abonnenten zocke, und zwar auf der Bühne. Aber das geht ja leider nicht. Also zumindest die Spiele, die ich spiele, das heißt Call of Duty und Battlefield geht nicht, denn die sind natürlich USK 18 und das kann man nicht öffentlich auf einem Stand zeigen. Das geht einfach nicht. Das wäre ziemlich cool, mal gegen Leute zu zocken, gegen euch Abonnenten öffentlich und einfach mal so ein 1 gegen 1 öffentlich. Ich weiß, 1 gegen 1 sind eigentlich jetzt nicht so etwas Besonderes. Da kann man jetzt nicht wirklich auf den Skill, ja, auf den Skill schließen. Aber es wäre halt schon ziemlich lustig, wenn man da öffentlich an einem Stand zocken könnte. Aber es geht leider nicht. Es war auch noch die Rede davon, dass wir Trials zocken. Da habe ich aber gar keinen Plan von dem Spiel. Ich weiß natürlich, das ist so 2D, 3D-mäßig. Mit einem Motocross. Mit einem Motorrad.
Ich kenne das Spiel natürlich, ich habe es auch schon gesehen. Ich habe natürlich auch schon einige Videos bei anderen YouTubern gesehen. Aber so interessieren tut mich das Spiel nicht. Deswegen weiß nicht, ob das sich jetzt dann ergibt, dass ich dann da überhaupt auf der Bühne etwas zocke. Also ich werde auf jeden Fall da auf der Bühne sein und ein bisschen labern, teure Rocket-Sachen in der Gegend rumschmeißen. Darauf könnt ihr euch echt freuen, Leute. Teure Rocket-Sachen rumschmeißen. Das macht echt Fun. Glaube ich zumindest. Also denke ich mal. Und das wird bestimmt ziemlich cool. Ja, ich habe ja vorhin schon über meine Abschlussprüfung geredet. Das ist auch der Grund, wieso ich eigentlich so wenig Videos mache. Das ist nicht der einzige Grund. Und das möchte ich heute einfach mal erklären. Also, ich habe zurzeit einfach gerade Prüfungsstress. Ich habe viel zu tun, privat und dann auch noch halt mit der Ausbildung. Und deswegen geht es halt nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag ein Video raushauen kann. Und das würde halt nur gehen, wenn ich Zombie-Modus-Videos machen würde. Und ich will euch Leute nicht mit Zombie-Modus-Videos nerven, denn das wollen sehr viele nicht. Und ich achte halt auf meine Abonnenten. Natürlich, ich kann es nicht jedem recht machen. Viele wollen es, aber viele auch nicht. Ja, wo war ich denn gerade? Ach ja, Abschlussprüfung. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist natürlich privat. Und dann auch noch, dass mir so langsam die Motivation ausgeht. Ich weiß, ich bin gerade so einer Down-Phase, wo ich mir denke, ja, okay, jetzt habe ich gar keine Lust. Ich will einfach mal lieber zocken. Und ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr mal keinen Bock auf irgendetwas habt. Und ich habe halt gerade so eine Phase, wo es mir seelisch in dem Thema YouTube nicht so gut geht, dass ich sagen kann, ja, hey, ich habe jetzt gerade richtig, richtig Bock, ein Video zu machen. Natürlich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Kommentare lese, wo drin steht, hey, Jan, du machst eine super Arbeit, mir gefällt es, wie du deine Videos machst und so etwas. Das freut mich immer wieder und da muss ich einfach mal grinsen. Ich finde es immer super toll, wenn Leute sagen, ich mache meine Arbeit gut, ich unterhalte die Leute und das ist ja eigentlich mein Ziel. Mir geht es nicht ums Geld. Natürlich ist es was Schönes, denn ich verdiene sonst kein Geld. Ich habe eine schulische Ausbildung und ich zahle dafür. Deswegen ist es schön, dass ich nebenbei noch ein bisschen was mit meinem Hobby verdiene. Aber mir geht es nicht ums Geld, weil sonst wäre ich halt rund um die Uhr auf YouTube zu sehen. Aber ich brauche mich ja eigentlich gar nicht verteidigen. Ich denke mal, das merkt man auch. Ja, was habe ich denn noch für Themen? Ach ja, ich habe die Cola-Sucht überstanden, Leute. Ich trinke keine Cola mehr, denn in den letzten Monaten, bevor ich meine Cola-Sucht beendet habe, ging es mir echt verdammt scheiße. Echt verdammt scheiße. Und ich habe halt 2 oder 3 Liter Cola am Tag getrunken. Das war jetzt nicht nur so ein Werbegag hier für die ganzen Leute auf YouTube, ey, ich trinke Cola und bin deswegen besser oder so, sondern ich habe wirklich so viel Cola getrunken. Und ich habe wirklich, diese ganzen Flaschen, die ihr immer gesehen habt auf dem Tisch und so, die habe ich wirklich getrunken. Und ich kann es niemandem empfehlen. Natürlich fehlt mir die Cola. Ich trinke immer noch ein bisschen Cola, wenn ich zum Beispiel was esse oder so. Dann trinke ich vielleicht 2 Gläser oder so etwas. Und das vielleicht jeden zweiten Tag einmal. Aber ich trinke jetzt nonstop Apfelsaftscholle. Apfelsaftscholle. Und es macht viel aus. Aber es wirkt sich negativ auf das Zocken aus. Denn ich merk's, ohne das Koffein bin ich einfach schlechter. Ja, das Gameplay endet hier und das Commentary endet hier auch. Hoffentlich hat es euch gefallen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet. Denn das würde meine Arbeit unterstützen, dass es mehr Leute sehen. Und ich kann nicht sagen, dass ich es einfach nur für mich mache, denn ich mache es auch ein bisschen, um Zahlen zu sehen, um mich gut zu fühlen. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video für 5 Leute macht. Es ist jetzt schon ein großer Unterschied, wenn man es für tausende Leute macht. Deswegen lasst ein Like da, das wird echt viel helfen. Das war's von mir. Hoffentlich hat es euch gefallen. Servus, bis zum nächsten Mal.